Sala Winkler, Lehrerin des Wieland-Gymnasiums Biberach, hier virtuell in der Ausstellung Begegnungen. Die Ausstellung zeigt Ergebnisse eines intensiven Projektes mit dem BK12-Kurs des Wieland-Gymnasiums, die innerhalb eines Jahres entstanden sind. Also wir freuen uns natürlich auch ganz arg, dass wir herkommen konnten und uns die Originale anschauen und gemeinsam mit den Originalen auch zu arbeiten. Eben in einem ersten Schritt haben sich die Schülerinnen und Schüler einfach die Werke angeschaut, sich dann auch Werke rausgesucht, die sie besonders angesprochen haben und haben dann versucht, auch diese abzubilden. In einem weiteren Schritt, da haben wir dann auch zwischendrin ein bisschen Kunstgeschichte gemacht, uns dann auch nochmal den Kubismus angeschaut und generell uns mit der Abstraktion auseinandergesetzt, haben die Schülerinnen und Schüler dann eigene Interpretation zu den Werken umgesetzt und dann eben auch die Abstraktion mit ins Spiel gebracht. Wir, das Team des Museums, freuen uns ganz außerordentlich, dass ein solches Projekt in der Zusammenarbeit zwischen Schule und Museum stattfindet und auch Raum findet. Und mit diesem Video, mit diesem kleinen Film, wollen wir Ihnen jetzt einen ersten digitalen Blick auf die Arbeiten der Schülerinnen und Schüler geben. Viel Freude damit. Und hier ist die Ausstellung. Schon als ich das erste Mal an diesem Gemälde vorbeigelaufen bin, hat es mein Interesse geweckt. Die abgebildete Frau scheint tief in Gedanken versunken zu sein, wodurch ich mich gefragt habe, was sich wohl in ihren Gedanken abspielt. Selten habe ich ein Bild gesehen, das allein schon durch die Farben so viel Macht ausstrahlt, die dennoch eine gewisse Grazie besitzt. Blick ins Tal von Ernst Ludwig Kirchner hat durch die kräftigen Farben sofort mein Interesse geweckt. Da im Hintergrund eine Berglandschaft zu sehen ist, wusste ich sofort, dass dieses Werk eins meiner Serien sein wird. Die Berge haben für mich eine sehr große Bedeutung, da sie für mich ein Symbol für Freiheit sind. Das Gemälde Der Geiger Häusermann von Ernst Ludwig Kirchner hat mich insbesondere durch die kräftigen, großen Farbflächen angesprochen, die nicht das Ziel haben, das Motiv realistisch und naturgetreu wiederzugeben, sondern als Ausdruck innerer Bewegungen dienen. Sowohl die Farbgebung als auch die Komposition dieses Bildes fällt einem Betrachter zuerst ins Auge, die dieses Bild besonders interessant machen. Die das Werk ausstrahlt, aber auch die harmonierenden Farben haben mich von Anfang an sehr angesprochen. Ich habe mir vorgestellt, wie ich am Rande eines kleinen Dorfes spazieren gehe und das leise Rauschen des Wassers wahrnehme. Besonders angesprochen an dem Bild hat mich der malerische Stil, in dem es angefertigt wurde, und die Farben, die der Künstler für sein Werk gewählt hat. Vor allem die farbenfrohen Wolken, die das Bild aber trotzdem nicht abstrakt wirken lassen. Der Blick ist schwer zu deuten. Für mich ist er eine Mischung aus einem vorwurfsvollen, bemitleidenden und enttäuschten Blick. Er hatte mich sofort gefesselt und beeindruckt, da es der Maler geschafft hatte, diesen verwirrten Blick der gemischten Gefühle so auf die Leinwand zu bringen. Ich finde es auch sehr erstaunlich, wie ein Künstler einem Werk solch eine Tiefgründigkeit geben kann.
sodass die Emotionen, gar die Gedanken der gemalten Menschen oder Figuren erkennbar werden. Dieser Ausschnitt vermittelt Klarheit und die Art, wie mit der Farbe und den einzelnen Bildelementen umgegangen wurde, ist für mich einfach stimmig. Dies ist wie im Dunkeln einen Lichtschalter zu finden. Aber irgendwann, wenn man sich lange genug durch die Dunkelheit und Ungewissheit getastet hat, findet man den Lichtschalter und der Weg ist plötzlich ganz klar und hell erleuchtet. Aber umso schöner ist das Erfolgserlebnis, wenn die Farben anfangen, mit einem zu sprechen und ich nur noch die Marionette ihrer Führung bin.